In diesem Video zeige ich euch das All-Star Music Resort. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier aus Orlando, Florida. In diesem Video zeige ich euch das Hotel, in dem wir 2 Wochen lang übernachtet haben, und zwar das All-Star Music Resort. Ich stehe gerade hier vor dem Eingang. Es gibt ja, also es gehört zu den Low-Value Resorts, zu den günstigeren Resorts, und es gibt 3 verschiedene All-Stars, und zwar das Music, in dem wir übernachten, der Sports und das Movies. Wir hätten gerne Movies übernachtet, das war aber komplett ausgebucht, weil es halt noch ein bisschen schöner thematisiert ist mit mehr Disney-Figuren. Aber hier gibt es auch einige, die zeige ich euch dann auch gleich bei der Tour. Und wie gesagt, es gehört zu den günstigeren Hotels und es gibt nur eine Busanbindung zu den Disney-Resorts. Im Januar war ich ja im Pop Century, das hatte doch den Skyliner-Access. Hier gibt es nur Busse zu den Disney-Parks. So. Aber erstmal zeige ich euch unser Zimmer. Ja, jetzt gibt es eine Roomtour für euch. Wir sind in unserem All-Star Music Resort Zimmer angekommen und die Klimaanlage läuft schon auf Hochtouren. Hier ist es eiskalt. Ja, wir haben einen Kühlschrank, den wir gleich mit unserer Amazon Fresh Bestellung füllen werden. Wir haben eine Kaffeemaschine, so ähnlich wie im Pop Century. Tee, Kaffee kann man sich hier machen. Eiswürfel kann man sich hier holen. Oh, die Linse beschlägt sogar, weil draußen so warm ist. Ja, das ist mein Bett. Nein, ich werde nicht auf dem Tisch schlafen. Wir werden das dann ausklappen und das wird dann mein Bett sein. Da ist das andere Bett, wo Brina und sie dann schlafen werden. Ja, wir haben hier ein Telefon und ein schönes Bild. Es ist neu renoviert worden, die Zimmer. Hier haben wir natürlich einen großen Fernseher. Müll kann man auch sortieren. Haben wir hier irgendwas Wichtiges? Wir haben hier 3 Schubladen. Also kriegt jeder eine. Hier haben wir wahrscheinlich ein Buch, wahrscheinlich noch ein Safe. Genau. Und die Bibel. Ich finde das immer so witzig. Ja, hier ist sonst ganz viel Ablagefläche. Hier sind Stecker. Da sind Stecker. Hier kann man was aufhängen, aber der Schrank, auch wie im Pop Century, ist tatsächlich sehr begrenzt. Und zwar gibt es hier nur diese paar Hänger, die Ablagefläche unten und ja, hier im Bad so ein bisschen, aber das war's. Es gibt ein Bügeleisen, es gibt einen Föhn. Und ein Bügelbrett, Taschentücher, einen Schminkspiegel, ja, Waschbecken. Und die Toilette und die Dusche sind separat gehalten durch eine Trenntür. Das finde ich ganz gut, dann kann man sich morgens fertig machen. Und die andere Person kann schon mal duschen oder auf der Toilette sein. Ja, hier ist nicht so viel Spektakuläres. Hier gibt es die HTO-Produkte, Bodywash, Conditioner und Shampoo. Ja, ist tatsächlich eine Duschwanne. Genau, das ist unser Zimmer. Und ja, so, es wird demnächst nicht mehr so schön auch ordentlich sein. Ja, ihr habt jetzt unser Zimmer gesehen. Ich finde es wirklich sehr komfortabel. Ich schlafe so gut in diesen Betten. Musste mir eine 2. Decke bestellen, aber das ist gar kein Problem. Wir hatten tatsächlich ein bisschen Probleme mit der Klimaanlage am Anfang. Die hat dann nachts so Klickgeräusche gemacht. Die haben wir jetzt aber komplett ausgeschaltet für den ganzen Aufenthalt. Die benutzen wir gar nicht mehr, obwohl sie zwischendurch auch trotzdem immer noch angeht. Also die Klimaanlage ist nicht so ganz toll. Aber der Rest vom Zimmer, es gibt zwar wenig Stauraum, aber wir kommen trotzdem zu dritt ganz gut klar. Und ja, ich mag das auch, dass das Bad, also die Toilette und die Dusche von dem Badezimmer, von dem Waschbecken getrennt sind. Da könnte man sich immer noch fertig machen und der andere ist duschen oder auf der Toilette. Also die Zimmer sehr komfortabel und ja, jetzt zeige ich euch den Rest vom Resort. Ja, hier seht ihr direkt die Bushaltestation für alle Busse, Magic Kingdom, Disney Springs, Typhoon Lagoon, Animal Kingdom, Blizzard Beach und Epcot und ganz hinten Hollywood Studios. Also wie gesagt, zu den Disney Parks nur mit dem Bus. Die Busse sind alle kostenlos, fahren sehr regelmäßig. Also zum Beispiel jetzt auch zu Peak-Zeiten, wenn der Park erst aufmacht, kommen die Busse alle 5 Minuten, dass die Leute hier nicht so lange warten müssen. Also generell das Transportation System hier in Walt Disney World ist einfach mega gut. Man hat so viele Möglichkeiten, zu den Parks zu kommen. Es geht schnell. Und ja, also hier seht ihr die Busstation. Und jetzt gehen wir mal in die Lobby. Achso, und falls ihr mit dem Mietwagen kommt, gibt es natürlich hier auch Parkplätze. Ob sie kostenlos sind, das weiß ich leider nicht. Das kann ich euch nicht beantworten. Und ja, jetzt sind wir hier am anderen Eingang.
Also da, wo da am anderen Ausgang waren jetzt die Busse. Hier kommt ihr an, wenn ihr mit dem Airport Shuttle ankommt oder mit dem Uber. Dann kommt ihr hier an, vor der Lobby. Und ich drehe uns mal. Hier habt ihr Luggage Assistant. Hier könnt ihr eure Gepäck aufbewahren, wenn ihr zum Beispiel abreist, aber noch ein paar Stunden in die Parks wollt. Hier könnt ihr aber auch eure Amazon Fresh Bestellung abholen. Die ist dann auch hier. Und ja, das ist direkt hier vor dem Lobby-Eingang. Jetzt gehen wir mal hier in die Lobby. So sieht das hier aus. Natürlich die Disney-Charaktere in dem Musikthema. Hier gibt es Parkpläne, falls ihr die im Park nicht mitnehmen möchtet, mit rumschleppen. Ja, hier könnt ihr dann einchecken, alle möglichen Fragen stellen, was ihr auf dem Herzen habt, könnt ihr dann hier machen bei den netten Cast-Membern. Hier gibt es eine Guitar Hero Station, wird das so ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Hier kann man Filme gucken. Hier gibt es noch so mal so eine Fotowand mit Mickey-Kopfhörern. Eine Fotowand. Ja, hier links sind Toiletten und ich glaube eine Geldautomat oder auch eine Mailbox, also wenn ihr Postkarten verschicken wollt. Dann gibt es hier direkt den Shop. Maestro Mickey Shop. Wir gehen jetzt mal kurz durch, was es hier so gibt. Natürlich 50. Geburtstags-Merchandise. Halloween, weil wir gerade zur Halloween-Season hier sind. Nochmal 50. Geburtstag. Also die Hotels haben auch immer ihren eigenen Shop und auch eine große Auswahl. Loungefly, Tüten, noch mehr Loungefly, Shirts, Fächer. Den Spirit Jersey überlege ich mir zu holen. Ich probiere ihn gleich mal an. Der kostet $100. Das ist kein Schnäppchen, aber meine Farbe und er ist auch kuschelig weich. Hier gibt es sogar einen Soul Jersey. Den gab es ja bei uns auch bei Shop Disney. Radlerhosen, das ist hier so ein Style. Radlerhose und Spirit Jersey trägt man hier so zusammen. Finde ich jetzt nicht so mein Style, aber hier trägt man es so. Hier gibt es auch noch Badeanzüge, Sonnencreme, falls ihr nicht genug habt oder welche vergessen habt. Go ahead, sorry. Don't worry. Ja, hier gibt es einige Pins. Ja, sie hat sich gerade Sorgen gemacht, weil das ein bisschen chaotisch war, aber es ist kein Problem. Sie macht es ja gerade ordentlich. Ja, Bücher gibt es ja auch. Noch mehr Pins. Sorry. Ja, also Pins, gibt Hüte, Mützen, Kappen. Hier halten sie gerade ein Meeting, irgendwie die Cast-Member. Ich gehe mal schnell vorbei. Hi. Es gibt sogar Alkohol, könnt ihr euch kaufen. Bacardi, Captain Morgan, Marcus Mark. Also falls ihr, wir hätten uns hier für Hurricane Ian auch eindecken können mit Alkohol. Ist wahrscheinlich schon teuer. Dann gibt es hier Einwegkameras. Gibt es auch noch Jack Skeleton Schmuck. Der sieht ein bisschen dick aus hier, der Groot. Das ist so ein Weighted Plush. Das sieht ein bisschen witzig aus. Ja, Süßigkeiten, Wein, andere Getränke könnt ihr euch hier kaufen. Snacks, Toast, warum auch immer. Chips mit Dips und Kekse, Mickey, Disney Snacks, Rice Krispies gibt's hier. Coconut Pasties. Ich glaube, die würde ich mir mal zum Probieren mitnehmen. Aber in der kleinen Packung, nicht in der großen. So viel Platz habe ich, glaube ich, nicht mehr. Popcorn, Cereals, Kekse.
andere Süßigkeiten, Medikamente gibt es ja auch, Zahnbürsten, Windeln, also falls ihr irgendwas vergessen habt, gibt es das hier zu kaufen. Tassen, weiteres Spielzeug für die Kinder. Brettspiele. Das sind diese Schulterpuppen. Ein paar Marvel-Sachen gibt es hier auch. Red. Marvel-Jersey, Kinderklamotten. Ja. Also gibt schon einiges hier zu kaufen. So, ich habe mir noch Milch gekauft. Und weiter geht's. Wenn wir aus dem Shop rauskommen, nach links. Also wir sind jetzt hier im Hauptgebäude. Und ja, gleich kommt zur rechten Seite eine Spielarkade. Die war während Hurricane Ian dann auch kostenlos, um sich die Zeit zu vertreiben. Ansonsten ist sie natürlich kostenpflichtig. Wir werden einmal eine Runde durchlaufen. Die hat von 8 Uhr morgens bis 11 Uhr abends geöffnet. Sollte jetzt auch nicht so voll sein. Gab es tatsächlich ein Pop Century auch. Die Geräuschkulisse ist dementsprechend schon laut hier mit den ganzen Spielen. Ja, und es gibt Massagesessel für die Erwachsenen. Und dann gehen wir jetzt gegenüber noch ins Food Court. Da gibt es Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Getränke. Hier gibt es sogar Halloween-Snacks, die sind jetzt auch neu. Mickey Pumpkin Cheesecake. Den würde ich gerne mal probieren. Ja, hier seht ihr jetzt, gibt es gerade noch Frühstück. Wenn wir noch morgens sind bis 11. Und ja, dann holt ihr euch einfach an den verschiedenen Stationen was zu essen. Und bezahlt es dann mit Magic Band oder Karte oder Giftcard. Oh, guck mal, es gibt sogar ein Mirabelle Cupcake. Sieht schon cool aus. Halloween habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, und jetzt gibt es hier diese Cups für $20. Diese Refill Max. Und ihr bezahlt $20 für den kompletten Aufenthalt und könnt euch hier in den Getränkestationen und auch in allen anderen Disney-Hotels, wenn ihr da zufällig vorbeikommt, Getränke auffüllen. Haben wir natürlich auch gemacht, richtig praktisch. Die Station zeige ich euch auch noch gleich. Ja, gibt ja noch kleine Snacks, Bananen. Gibt es auch noch mehrere Kühlschränke mit anderen Sachen. Salate. Also Alkohol gibt es hier echt viel zu kaufen, wenn man es möchte. So, weiter geht's. Dann zeige ich euch jetzt noch die Getränkestation. Und dann sind wir im Hauptgebäude eigentlich auch schon fertig. Also hier gibt es Ketchup, Senf. Eigentlich noch, ne, Mayo gibt es nicht, nur Ketchup und Senf. Gibt es aber Marmelade, Ranch-Soße, Breakfast-Sirup, also ich glaube Ahornsirup, Milch für den Kaffee. Gibt verschiedene Teesorten, normalen Kaffee, entkoffinierten Kaffee, Cola, alle möglichen Sorte, Sprite, Fanta, ne, Fanta nicht, aber. Powerade, Sprite Zero, ihr seht selbst. Und dann gibt es hier noch so kalten Tee, der ist auch ganz lecker. Gesüßt und ungesüßt. Und auf der anderen Seite im Prinzip dasselbe. Und hier habt ihr ganz viele Sitzplätze, wo ihr dann, wenn ihr euch was zu essen holt, es trinken könnt. Hier gibt es eine Bar, direkt draußen aus dem Food Court.
Hier bekommt man dann auch Cocktails und anscheinend auch Mickey-Brezel, kleine Snacks. Ja, hier so ein Captain's Mai Tai 14 Dollar, ein Bier 8 bis 10 Dollar, Sangria 11, also kann man sich auch gut gehen lassen. Hier gibt es auch noch draußen Sitzplätze. Hier ist dann der große Pool, da gehen wir jetzt auch mal gleich. Komme ich denn hier rein? Auf der anderen Seite. Also im Hauptgebäude gibt es keine Zimmer, da gibt es nur die Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe. Und die Zimmer sind auf dem Gelände verteilt. Ich zeige euch jetzt auch mal die Gelände-Map. So, da könnt ihr mal sehen, wie groß das Ganze ist. Melody Hall, da unten, da sind wir jetzt. Da steht auch You Are Here. Wir wohnen in Gebäude 8, also da oben links. Wir haben auch noch den Piano-Pool bei uns in der Nähe, den zeige ich euch auch gleich. Und ja, es gibt insgesamt 10 Gebäude, relativ groß. Und ihr seht, hier gibt es auch noch Guest Laundry, also man kann Wäsche waschen. Es gibt, was gibt es noch? Den Rest habe ich euch eigentlich gezeigt. Piano-Pool laufen wir gleich hin, da liegt die Brina. Und es gibt wohl noch einen Spielplatz bei der 13. Ah ja, da, vielleicht laufe ich da auch noch vorbei. Schauen wir uns aber erstmal den Hauptpool an, und zwar, wie heißt denn der? 14. Calypso-Pool und der Kiddie-Pool. Gehen wir jetzt mal hin, der hat nämlich offen. Mal die Tür öffnen. Also der Pool hat von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends geöffnet. Hier kann man Boccia spielen, wenn man das möchte. Ich versuche mal an die Seite zu gehen, weil ich nicht ganz so viele Menschen drauf kriege. Okay, also ja, das ist der große Pool mit den Tri-Caballeros in der Mitte. Und hier schwimmen schon einige. Es gibt natürlich ganz viele Rettungsschwimmer. Ist richtig groß. Es gibt an den Pools natürlich auch kostenlose Handtücher, die ihr euch hier wegnehmen könnt, wie viele ihr braucht und dann auch wieder zurückgeben könnt. Es gibt auch noch einen Babypool. Ja, hier ist noch der Babypool. Ist gerade kein Baby drin. Ja, und das ist der Calypso-Pool, der große Pool. Und wir laufen jetzt noch zum Piano-Pool. Und dann gucke ich schon mal, ob ich den Spielplatz finde. Wir haben gefunden den Spielplatz. Und ja, zeige ich euch mal. Ist jetzt nichts Spektakuläres, aber für Kinder, glaube ich, trotzdem ganz schön gemacht. Ja, die Aufteilung ist tatsächlich auch ähnlich wie im Pop Century mit den separaten Gebäuden und so. Also ich glaube, die, da waren Eichhörnchen. Da laufen auch ganz viele von hier rum. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Low-Value Resorts alle im Prinzip so aufgebaut sind. Also ein großes Hauptgebäude und die Zimmer dann drumherum verteilt in anderen Gebäuden. Ich glaube, bei den teuren Resorts ist es anders. Da gibt es auch direkt eine Lobbyanbindung. Aber man muss hier natürlich sehr, sehr viel laufen. Das muss einem bewusst sein. Man kann natürlich, Preferred Rooms anfragen. Da kann man ein bisschen näher zur Lobby ein Zimmer bekommen. Moment, jetzt fällt gleich meine Milch runter. Da! Schaut mal, seht ihr es? Lauf einmal vor mir vorbei, das Eichhörnchen. Hat seinen Busch versteckt. Gerade im Schatten. Ich glaube, das sieht man nicht auf der Kamera. Da ist es. Also die sind hier sehr zutraulich. Also zutraulich. Diese Hand führt dann jetzt wahrscheinlich nicht, aber die kommen schon einem sehr nah. Genau, also ich glaube, bei den etwas teuren Hotels, kann man auch eine Lobbyanbindung direkt ein Zimmer buchen. Wie auch im Pop Century gibt es hier so übergroße Statuen, Figuren. Jetzt hier natürlich dem Musikthema angepasst. Beiden Seiten. Im Movies wäre es halt mit Disney-Figuren. Wäre ein bisschen schöner gewesen, aber ist nicht so schlimm. Ja, hier ist ein Brunnen. Kein Disney-Thema, soweit ich das sehen kann. Also sind wir gleich auch schon am Piano-Pool.
Hier seht ihr mal die Aktivitäten, die es so gibt im Oktober. Ja, die Arkade, da kann man hier irgendwie Design Your Own Mosaik. Das kostet aber Aufpreis, jeden Samstag von 1 bis 3 Uhr. Poolside-Activities gibt es beim Calypso Pool, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 1.30 Uhr bis 3.30 Uhr. Es laufen auch immer abends Filme an den Pools, also am Calypso Pool. Ja, es gibt hier dieses Calypso Campfire, da kann man dann Marshmallows braten, also grillen. Was macht man eigentlich mit Marshmallows? Kochen am Feuer. Ihr wisst, was ich meine. Gibt's hier auch. Ja. Also es wird schon einiges geboten. So, jetzt gucken wir uns noch den letzten Pool an. Und hier wird gerade fleißig gewerkelt. Deswegen ist es auch sehr laut. Jetzt gucken wir mal, was Prina so treibt. Ja, es gibt natürlich auch Schwimmwesten für Kinder. Und das ist der Piano-Pool. Das ist der zweite Pool. Der ist direkt bei uns. Fast vor der Haustür. Aber es ist das erste Mal, dass wir heute den Pool nutzen und morgen. Ja, Piano, hier ist eine Gitarre, ein Piano aufgemalt. Und Ariel-Statue gibt es hier. Eine der wenigen Disney-Figuren. Hier gibt es natürlich auch Handtücher. Und da im Schatten liegt die Prina. Simone ist ein Naturtalent. Es war nur der Wind. Ja, ja, der Wind. Ja, und das war die Hoteltour hier durchs All-Star Music Resort. Also ich finde es ein sehr, sehr schönes Hotel. Unser Zimmer finde ich auch in Ordnung. Wie gesagt, platztechnisch gibt es ein paar Stauraum-Schwierigkeiten, aber wir haben es einigermaßen gemanagt. Die Pools sind schön, es ist gepflegt. Klar, es gehört jetzt nicht zu den luxuriösesten Hotels, aber wir brauchen das jetzt nicht unbedingt, denn wir sind eh die meiste Zeit in den Parks. Und ich hoffe... Entschuldigung. Prina crasht. Mein Ton wäre aus. Prina crasht direkt das Video. Ja, also ich hoffe, die Hoteltour hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt wird entspannt. Tschüss!